Hier die Karte, die ist zufallsgeneriert. Ich habe jetzt alle DLCs, also es gibt einen Nord-DLC, dass hier oben im Norden ein bisschen mehr passiert. Es gibt einen Süd-DLC, dass hier die südlichen Städte dazukommen und ein paar Sachen im Süden mehr passieren. Und das Basisspiel ist so, sag mal, oberhalb der Wüste, also so hier der Bereich wäre das so ungefähr. Das ist deutlich kleiner, die Karte dann. Also sie ist wirklich einfach kleiner generiert im Basisspiel. So, genau. Also wir haben das Süden, da gibt es halt bestimmte Einheiten und auch bestimmte Handelsgüter und sowas. Wir haben im Norden, da gibt es halt dann Barbaren, die aus dem Eisbereich kommen und hier überfallen. Das ist so das Grundlegende. Von Städten am Wasser kann man quick traveln zu anderen Städten am Wasser, über die Hafen sozusagen. Dann gibt es hier rechts die Wildnis, die unerforschte Wildnis. Da sind dann so Sachen wie Orks, Goblins, irgendwelche alten Ruinen, die man erkunden kann, wo man Schätze rausholen kann und so weiter und so fort. So, und ich habe jetzt gerade schon einmal die Karte generiert, habe die ja nicht genommen, habe neu generiert. Weil unser Plan ist, oder was ich geguckt habe, ist, ob wir hier so nah beieinander liegende Städte bzw. Dörfer haben, wo wir halt Aufträge annehmen können. Und das heißt, hier, das ist zwar eine Stadt, aber da kann man trotzdem Aufträge annehmen, weil das genauso was ist wie hier. Das Wichtige ist, dass es nicht umzäunt ist. Also wenn es umzäunt ist, kann man im Early Game nicht dort keine Sachen annehmen. Also die haben später Aufträge, aber das muss man erst mit den Adligen gut verstehen. Hier, sowas geht zum Beispiel nicht. Also da gibt es Aufträge, aber die können wir nicht annehmen. Die ist dann ein Schloss davor. Und es gibt auch nochmal eine ähnliche Variante. Das ist auch eine Feste. Wo hatten wir denn das? Hier. Da ist es gleich in grün, auch wenn es wie ein kleineres Städtchen aussieht. Genau. Und hier habe ich jetzt genommen, weil wir hier eigentlich einen ganz guten Cluster haben, wo wir relativ schnell von Stadt zu Stadt gehen können, um vor allen Dingen Geld zu generieren. Für die Aufträge, die in den Städten sind. Und jetzt sind wir gerade dabei, wir haben gestartet mit drei Leuten. Ne? Den drei Dudes hier. Tillmann the Hero, Radulf, Thorsten. Und das war's. Den können wir erstmal schon mal hier hinten machen, weil der ist ein Range-Dude. 52 ist sogar kind of okay. Und eine der Mods, die ich gerade installiert habe, ist, es gibt immer einen Hintergrund für einen Charakter. In der Bewerterliste und ich liebe einfach Strategie. Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Noch eine Woche Arbeit, dann habe ich erstmal bis März frei zur Prüfungsvorbereitung. Holy shit. Ja gut, aber dann muss er trotzdem arbeiten, also. Naja, das ist dann einiges. Genau, jedenfalls, was ich gerade. Also, die können Trades haben. Das ist das hier. Gucken wir uns gleich an, was wir für Trades gekriegt haben. Die sind auch zufällig ausgelost. Die sind nicht mehr die gleichen. Das Einzige, was immer gleich ist, dass wir die drei mit dieser Bewaffnung haben und die haben alle den Hintergrund Companion, also Begleiter, ne? Deswegen, die haben dann. Und die Mod, die ich gerade installiert habe, macht mir unten diese Ranges. Da können wir halt nachgucken, hey, wie gut sind die denn gerollt? Womit fangen wir denn hier an? Einfach nur so aus Interesse, weil wir müssen die sowieso nehmen. So, jetzt können wir hier vergleichen. Okay, wir haben einen Minimal-Roll bei Leben. Wir haben einen ganz guten Roll bei Fatigue. Das heißt, der ist ganz gut zum Tanken. Also der hat ein bisschen mehr Ausdauer. Dieses Ding hier. Der hält es länger durch. Bei Resolve sind wir ziemlich niedrig. Bei Initiative wieder ziemlich hoch. Bei Melee-Skill nicht wirklich. 57 bis 62, wir haben 52. Was ist denn das hier für ein Schmu? Ich glaube, die Ranges, die hier in der Mod drin sind, sind nicht aktuell. Die sind einfach angeblich unter die Range gerollt. Wie geht das denn? Das ist ja eine absolute Frechheit. Also, Melee-Skills ist aber direkt die Trefferchance im Nahkampf. Achso, Moment mal. Ja, minus 5 Melee-Skill. Wir haben also Minimal-Roll. Das ist nämlich, das hier, das kommt noch dazu, stimmt. Also wir haben plus 1 Vision für Eagle Eyes, der kann also weiter sehen. Und wir haben jemanden, der hat minus Melee-Skill, aber macht dafür mehr Damage am Kopf. Dann sollte man ihm wahrscheinlich irgendwann eine Waffe geben, die relativ gut auf den Kopf, oder häufig auf den Kopf trifft. Da gibt es tatsächlich später Waffen. Genau, also wir haben hier Min-Roll. Ranged ist nicht ganz so wichtig, weil der eigentlich im Nahkampf arbeiten soll. Und wir haben 5 bis 10, wir haben ja, mittleren Average Roll auf Melee Defense und einen guten Roll auf Range Defense. Bei ihm. So. Ansonsten können wir das erstmal so lassen. Dann haben wir hier einen mit einer zweihändigen Axt. Kann ich das irgendwie schneller ausziehen? Hier. Control.
Control, Right-Click. Places, Items, Dash. So. Was hat der schon mal? Der hat plus Resolve, minus Defense, minus Defense. Ja, das ist ja schon mal scheiße. Weil er halt cocky ist. Und Irrational hat zufällig plus oder minus Resolve am Start. Bei jedem Moralcheck. Oh, bei jedem Moralcheck. Das ist übel. Kurze Erklärung. Das Resolve ist wichtig für die Moral. Also, weil das Problem ist, im Kampf gibt es eine Moral-Mechanik, die zum Beispiel, wenn du umstellt wirst, triggern halt Moral-Checks ins Negative. Wenn du die failst, sinkt dein Moral-Level um 1 und wenn du ein niedriges Moral-Level hast, triffst du weniger und wirst besser getroffen. Ja, also wenn deine Leute alle niedrige Moral haben, wird es sehr, sehr schwierig, irgendwann den Kampf zu gewinnen. Andersrum, aber wenn du zum Beispiel einen Gegner killst, triggern positive Moral-Checks und für den Gegner negative. Also das geht so hin und her. So, was haben wir jetzt hier? Du hast auch kein gutes Leben. Du hast Average Ausdauer. Du hast... Moment. Das plus 5 Resolve, also hast eigentlich 42. Du auch unterdurchschnittliche Resolve für deinen Hintergrund. Du hast fast minimale Initiative. Ja, geil. Ja, der Mili. Achso, und die Sterne sind übrigens Talente. Also in den, da wo die Sterne dran sind, wachsen die Leute schnell besser beim Level Up. Also der kriegt hier mehr HP. Er hat mit dem Minimal HP angefangen und kriegt mehr HP. Ja, super. Kriegt mehr Ausdauer und kriegt mehr Resolve. Achso, und warum der jetzt hier 78 hat? Weil jedes Ausrüstungsteil, das ich anziehe, minus, also minus Maximal Ausdauer gibt. Das schöpft ihn halt erst überhaupt zu tragen. Genau. Also gibt es auch viele Stats, wie du gerade merkst. Oh, okay. Also der hier wird irgendwann gut genug sein. Ich würde hier eigentlich gern einfach noch ganz gerne eine Waffe haben. Hallo, hallihallo, Sacred 89. Wunderschönen guten Tag, wir sind gerade ganz am Anfang. Und ja. Er hat halt einen schlechten Roll auf wegen Cocky auf die Defense gekriegt. Ja. Bei dem würde ich aber gerne eigentlich noch so ein ähnliches Setup haben wie ihn am Anfang. Entweder mit Schwert oder mit Schild. Weil am Anfang ist Zweihand echt schwierig, weil du wenig Defense hast. Und Bäre kriegen, hier ist ja einmal die Skills, die hängen an der Waffe dran. Die kriegen plus 20% auf Hitchance und ich glaube Schwerter kriegen plus 10% auf Hitchance. Also du kriegst Bonus Hitchance, was gerade am Anfang, wo du halt wenig Hitchance, also einen niedrigen Skill hast mit wenig Hitchance, sehr, sehr gut ist, damit du überhaupt hittest. Also es ist immer noch besser zu hitten mit wenig Damage, weil die machen relativ wenig Damage durch Rüstung, die es am Anfang auch nicht so gibt durch. Aber besser überhaupt zu treffen mit ein bisschen Damage, als gar nicht zu treffen. So, dann haben wir noch dich. Was hast denn du gerollt? Du bist Brave plus Resolve. Das ist einfach nur positiv. Sehr gut. So. Du hast einen Maximalroll in Range. Nice. Das ist sehr gut für unseren Range-Dude. Leben 50 bis 60. Schade, aber was soll's. 90 bis Maximalroll Ausdauer. Das ist bei dir gar nicht so relevant, leider. Resolve Maximalroll. Initiative. Durchschnitt. Melee, Durchschnitt, Minimal oder Durchschnitt, wie gesagt, Range, Maximal, das ist super wichtig. Damit er halt relativ schnell besser trifft. Und dann ein bisschen, ja, durchschnittlich die Defense ist gerollt, okay. Das ist fein. So, und jetzt haben wir das Problem, wir brauchen eigentlich noch mal ein paar neue Leute, weil mit drei Leuten alleine wird's nichts. So, jetzt kann ich mir hier angucken, was haben die denn überhaupt so für Ranges üblicherweise. Weil hier steht... The Hero. Achso, ja, das ist vielleicht noch ganz kurz. Wir können die Sachen auch umbenennen. Also wir können jetzt hier auch draus machen. Ricky. So. Und hier dann irgendwie, keine Ahnung. Sono. So. Und der Hero. Natürlich Ben. Hallo? Irgendwelche Fragen? Sieht doch genau aus wie ich. Also wir können auch den Titel umbenennen. Aber die Titel kriegen wir natürlich auch zugewiesen. Achso, unser Spiel kommt aus Deutschland. Nicht wundern, das ist komplett in Englisch, aber das kommt aus Deutschland. Und die haben gesagt, sie können die Texte nicht auf Deutsch machen, weil das funktioniert mit der deutschen Grammatik und den deutschen Fällen nicht. Weil gerade so die Hintergrundgeschichten und sowas sind wohl auch zufällig generiert. Das funktioniert nur gut im Englischen, weil die halt relativ generische, die haben jetzt wirklich keinen männlich-weiblich-Fall für Substantive und sowas.
Genau, jetzt haben wir hier... Der kann okay sein, glaube ich. Resolve ist halt niedrig, aber der hat eine relativ hohe Initiative haben. Also wir sehen ja schon, wir können uns die teuren nicht leisten. Wir haben 2400 Gold, wir haben ein bisschen Essen, ein bisschen Tools and Supplies. Wenn unsere Ausrüstung kaputt geht, müssen wir die nicht reparieren. Wir haben ein bisschen Munition und wir haben ein bisschen medizinische Supplies. Das heißt, damit heilen wir uns, wenn wir Verletzungen gekriegt haben. Verletzungen kriegen wir, wenn wir zu viel HP-Schaden auf einmal kriegen. Was dann meistens der Fall ist, wenn deine Rüstung durch ist, weil deine Rüstung hat sozusagen auch HP. Aber dadurch, manche Sachen gehen halt auch durch Rüstung durch und dann kannst du auch durch Rüstung Verletzungen kriegen. So, deswegen, die fallen alle raus, die sind alle viel zu teuer. Das ist ein sehr billiger Militia-Kämpfer. Muss ich mir mal kurz angucken, was ist denn der Unterschied? 52 bis 62? Ah, 47 bis 57. Die Programmierbände, das sieht man immer gut bei No Man's Sky, wenn nichts mehr passt bei den Dialogen. Naja, ich glaube, sie haben gesagt, das machen sie nicht. Okay, der hat einfach alles, that's ein bisschen höher als, wir können auch einfach hier gucken, als so ein Schneider. Aber ich glaube, so ein Schneider wäre das, was wir haben, was wir nehmen werden. Das bist du, Bastard. Okay, du bist ein Bastard. Also wir sehen schon, es ist relativ viel teurer. Retired Soldier. Hier gibt es einen Oath-Taker, das sind richtig gute Leute. Also so bei 9000 ist dann langsam Schluss. Adventurous Noble, Alter. So, ich glaube, ich würde einfach nur erstmal den mitnehmen. Wir brauchen einfach Leute, im Zweifel Fleisch. Fear of the Undead. Okay, gegen Untote ist der nicht so geil. Moment mal, wir haben dir hier das nicht gegeben, ne? Deswegen, so rum. Okay. Jetzt brauchen wir noch Ausrüstung. Euch den theoretisch. Hier sind so die Armor übrigens. Also das ist jetzt 30er Armor, das ist eine 20er. Der hat eine 55er, der hat eine 55er und der hier hat einen 40er Kopf. Das Schild hat auch sozusagen Größen. Ja. Durchhaltevermögen. Genau. Jetzt haben wir das. Hier ist es relativ teuer meistens zu kaufen, weil es eine Stadt ist. Ich hätte aber ganz gern schon noch ein Schild. Kaufen wir das Schild und sparen uns ein bisschen Geld und das Schild, um uns ein bisschen Geld zu sparen. Dann hätte ich, glaube ich, ganz gern den Speer noch. Und was für ein Kopf. So, zack, 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 zack. Du brauchst aber noch eine Waffe. Die haben wir jetzt noch nicht. Also hier können wir noch neue Sachen nachkaufen. Ressourcen. Wir könnten hier auch sowas, das ist eine Handelsgüter zum Beispiel, die können auch versuchen, irgendwo anders für Plus zu verkaufen. So, was für eine Waffe geben wir dir denn? Wir haben keine sinnvolle mehr. Hier sehen wir übrigens auch, dass es eine Zweihandwaffe ist. Das ist ein Mix aus Speer und stumpfer Waffe in zweihändig. Das hier kann zwei Felder weit pieksen. Genauso wie das hier. Eine verbesserte Variante davon, die Warfrog. Ich glaube, Wartales ist schon sehr ähnlich, ja. Wartales habe ich auch schon mal angeguckt, ist, glaube ich, ein sehr ähnliches Gerät. Ich will nicht 900 für eine Waffe zahlen für den. Dann machen wir es anders. Gib mal her. Achso, das hier unten ist auch die Aufstellung gleichzeitig, so spawnen wir. Also das ist die zweite Reihe, das ist die erste Reihe, so spawnen wir in den Kampf. Wenn ich den hier rüber hinsetze, dann spawnt der in der ersten Reihe ganz, ganz weit unten sozusagen. Aber das sehen wir dann gleich, wenn wir in den Kampf kommen. So, wir haben den einzigen genommen, den wir uns leisten können. Jetzt gucken wir uns hier mal die Aufträge an. Also hier diese Sachen sind auch immer alle generiert. Die skippe ich meistens durch. Das wird eine Liefermission sein, sehe ich am Bild. Geben mir 250 Crowns, wenn ich das einfach annehme. Ich könnte jetzt nachverhandeln, dann kriege ich aber weniger Ansehen sozusagen bei denen. Dann mögen die mich weniger, wenn ich es abschließe. Deswegen würde ich einfach mal annehmen. Wir müssen etwas in Gelbstadt abliefern. Ein Tag nach Osten.
Hört sich eigentlich ganz okay an. Wir können den anderen aber auch nochmal angucken. Wenn ich hier in die Mitte gehe, wenn ich das ganz unten nehme, lehne ich es ab, dann verschwindet der Contract. Wenn ich das hier in der Mitte nehme, dann kann ich es mir später nochmal geben. Oder ich kann halt annehmen, ich kann immer nur einen Contract gleichzeitig haben. So, ich kann also nicht mehrere zusammen machen. Das ist, glaube ich, was, wo die überfallen werden. But payment, you get 350 Crown. Okay, ich nehme das Offer an. Genau, die werden überfallen und wir sollen hier den Spuren folgen. Ihm wurde was gestohlen. Und ja, ein Symbol der Fruchtbarkeit zurückbringen. Das ist auch ganz okay. Das ist wieder eine Karawanenmission, wo wir mit der Karawane reisen, soweit ich das so weiß. Wir kriegen 2 Kronen. Das ist die Währung pro Kopf, den wir erschlagen. Bis zu 25. Also maximal 50, was nicht so viel ist. Und 110, wenn der Job done ist. Wir müssen die Karawane nach Himmelsdorf. Oh, hier gibt's Himmelsdorf drauf, ey. World of Tanks Flashbacks. Holy shit. Nach Nordosten. Und wir kriegen Essen, während wir mit der Karawane reisen. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. So, Himmelsdorf ist hier. Gelbstadt ist hier. Ja. Hier kann eigentlich nicht viel dazwischen sein an Überfällen tatsächlich, wenn man hier ein bisschen geklärt hat. Weil so viele Städte sind, aber ich vermute, man wird trotzdem was kriegen. Das ist relativ billig. Das deutet immer darauf hin, dass es nicht so schwierig generiert wird, auch wenn hier zwei Totenköpfe sind bei den anderen. Aus hier ja jeweils nur einer, aber das kostet, gibt halt mehr Geld. Ja, also das hier gibt es halt einen Totenkopf mit überhaupt fast keiner Bezahlung. Also deswegen würde ich den Middle Ground nehmen und hoffe, ich setze mich nicht direkt in die Nesseln. Also wir können, ich werde auch teilweise neu laden, ne? Also ich werde jetzt viel saven und im Zweifel neu laden. Es gibt auch Autosaves, aber die sind immer kurz vorm Kampf. So, deswegen nehmen wir jetzt das. Accept Contract. So, jetzt sind nämlich auch alle anderen Contracts hier ausgegraut, die können wir gar nicht mehr angucken. Und jetzt haben wir hier eine Markierung mit diesem Gelb, wo wir hin müssen. Ja, aber also die Schwierigkeit des Contracts wird durch die Belohnung in Geld angezeigt. Die Schädel geben weniger die Schwierigkeit an, sondern eher das Geld ist der ausschlaggebende Punkt. Deswegen habe ich jetzt das mittlere genommen, weil ich wollte nicht das ganz niedrige nehmen, da glaube ich, das lohnt sich nicht für die Zeit, weil ich ja trotzdem was machen musste, auch wenn es nur Himmelsdorf ist. Genau. Weil wir sowieso nach Himmelsdorf hätten gewollt. Weil wir müssen gucken, wir brauchen ja noch Leute. So, und jetzt reisen wir halt. Ich glaube, ich habe auch eine Autopause-Mod eingebaut. Jetzt reisen wir halt über die Oberwelt. Währenddessen vergeht der Tag. Und nachts kann man halt nichts in den Dingern machen. Oh, hier haben wir sogar zum Beispiel einen Bogenmacher drin. Der macht, das ist wichtig, den hatte ich auf meiner anderen nicht. Weil die Dinger sind, glaube ich, echt heftig. Wenn wir fetteren Armbrüste haben oder auch bessere Bögen. Brauchen wir jetzt aber noch nicht, so gut sind wir noch nicht. So, was haben wir hier? Der ist ganz gut, weil der relativ viel HP haben kann. Und viel Ausdauer. Deswegen kann man den mit dem ganz gut tanken. Was haben wir hier? Der ist ein Daytailer. Hier gibt es auch immer unter dem Überschrift, da kann ich jetzt mit der Maus nicht hinfahren, das ist immer eine kurze Erklärung, die man sonst hat. Also unter dem Strich ist dann die Mod-Erklärung. So. Ja, den würde ich dann wahrscheinlich mitnehmen. Er hat nämlich sogar schon eine Waffe tatsächlich. Der hat zwar keine Rüstung, aber der hat eine Waffe. Das ist eine, die mit den Skills eher auf den Kopf schlägt. Ja, Chance to Hit Head plus 10%. Da sollten wir das ja theoretisch ihm geben. Einfach nur... Weil der ja sowieso schon das mehr Damage auf Kopftreffer hat. Wenn wir jetzt eh die Waffe gekriegt haben. So, was hat denn der hier? Der gute Mann. Hat gerollt. Moment. Er hat noch plus Max Fatigue und plus Hitpoints. Yo, what? Also die Trades, die er hat, sind geil. Er ist im Stream recht klein. Ich glaube, schwierig. Ich glaube, schwierig. Moment. Wir save mal kurz die Kapellen. Donen. Ach, gibt's. So besser? Hoffe ich. Gut, muss ich mich dran gewöhnen, dass ich das gescaled habe.
Dahin wollte ich. Gibt ein UI-Scale. So, also, der hat die Traits gekriegt, dass er strong ist, das heißt plus 10 Ausdauer, und dass er tough ist, nochmal plus 10 Hitpoints. Also, der hat für den Tank gute Traits. Er hat auch einen ganz guten Roll im Leben generell gehabt. Er hat in der Ausdauer, müssen wir jetzt 10 abziehen, nicht so gut gerollt, aber dadurch ist er trotzdem fast am Maximum. Er hat einen 2 Sterne auf Ausdauer, was auch ziemlich gut ist. Er hat einen Stern auf Leben. Ja, halt, den finde ich gut. Den finde ich gut. Defense, er hat einen Max-Roll auf Melee-Defense und überdurchschnittlich in Range-Defense. Er hat fast einen Max-Roll auf Melee-Skill. Okay. Okay, Boy. Let's go. Jetzt müssen wir halt nochmal gucken, ob wir hier für ihn noch irgendwas haben. Haben wir noch ein Schild? Wir haben hier noch ein Schild. Und was für einen Kopf? Das ist zumindest 30. Mal geben können. Ich würde das Ganzes kaufen, weil ich habe jetzt schon hier ein bisschen Reparatur verbraucht. Das ist aber... Genau, das ist Wein. Provisions. Wir können mal drüber hovern. Hier sehen wir dann im unteren Teil, dass wir noch 4 Tage Essen haben. Wenn wir das verbrauchen, stehen immer da, wie lange wir das dafür brauchen. So, das. Das. Körperrüstung. Über 25 habt ihr nichts. Ihr habt bloß so typische normale Klamotten, 35 höchstens. Ja, das muss man uns dann halt irgendwie verdienen. Ich würde gerne noch einen Speer haben, weil ich habe ja jetzt einen nur damit hier. Damit du nämlich wieder dein Dingens hast und auch was für den Kopf kriegst. So. Da haben wir, glaube ich, schon mal eine ganz gute Truppe. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter, den Auftrag erfüllen. Sondern was abliefern. Ich glaube, ich könnte auch die Scene scalen, aber ja, so sieht man es, glaube ich. Also hier gab es nicht mal einen Kampf, in dem Fall. Wir kriegen einfach 250 Kronen. Achso, und die einzelnen Städte haben immer auch bestimmte, können bestimmte Stats haben, wie hier zum Beispiel, ne, denen ihre Handelsrouten wurden überfallen. Das heißt, die kaufen für 10% mehr. Und die haben gleichzeitig aber verängstigte Bewohner, das heißt, sie kaufen für 25% weniger. Und verkaufen für 25% mehr. Also bei denen wird es richtig teuer sein zu kaufen. Hier 700. Moment, warum kann ich denn hier Farben kaufen? What? Achso. Nee, Winery? Hunter's Cabin? Elysia Barracks? Ich bin irritiert. Achso, nee, hier. Da ist ein Farbenmacher. Oh. So, in der Taverne können wir einen saufen gehen. Im Tempel könnten wir uns unsere gebrochene Sachen heilen. Genau, und hier gibt es auch noch einen Rüstungsmacher, der kann halt richtig fette Rüstung verkaufen. Also wie wir hier schon sehen, das ist schon ziemlich sick, bedeutet aber auch, dass wir deutlich mehr Ausdauer brauchen, um sie zu tragen, effektiv. Ja, also wenn wir hier eine 190er Rüstung haben, die ziehen uns 24 ab, wenn eine 130er Rüstung uns 14 abzieht. Also es eskaliert dann irgendwann ziemlich heftig. So, und diese Aufträge hier, wahrscheinlich werden 2 davon mit diesen Sachen zu tun haben. Einmal mit den Trade Routes und einmal mit den Terrified Villagers. So, dem wurde wieder geklaut. 300 Kronen, ist eigentlich ganz okay. Secure Hollow Bones Crypt. Okay, eine Krypta zu securen für 300 Kronen finde ich einen ganz schön frechen Auftrag, weil da sind Untote. Und was haben Untote an sich? Richtig, sie stehen wieder auf. Würde ich wahrscheinlich nicht machen wollen. Das ist aber wahrscheinlich hier Terrified Villagers. Damit hat das zu tun. So, da haben wir hier 100 Kronen vorher und 390, wenn es fertig ist. Wir sollen, ja, Plünderer vom Sharp Blades Ambush Northwest of Gelbstadt wegmachen. Okay, das hat wahrscheinlich mit den Ambush Trade Routes zu tun. Das letzte ist... Ja, Received String Contact is done. Find Overgrowth Woodcutter's Hut not far to the southeast and somewhere around the region of Fairdale. Das ist, glaube ich, was man machen könnte. Das ist einfach nur finden und zurückkommen. Würde ich einfach mal probieren. So. Hut to the southeast and around the region of Fairdale. Wo ist denn die Region of Fairdale? Da ist die Region of Fairdale. Also irgendwo in dem Bereich... Wir sollten vielleicht auf Tag warten, ne, um es zu finden. Smart.
Weil in der Nacht haben wir weniger Sichtweite, da sehen wir weniger um uns rum. Am Tag sehen wir mehr um uns rum. Oh? Warum gab es jetzt eine Autopause? Der Tag geworden ist? So, jetzt haben wir auch unsere erste sogenannte Ambition, die erhöht unsere Bekanntheit. Also das sind längerfristige Ziele, die wir uns selber setzen, die wir mal auswählen können. If you it falls to you, the commander, to see that the company succeeds not just on the battlefield, but also in fame and riches, and so you spend the evenings pondering about bigger plan for the white ravens in your tent, while the men talk and laugh around the fire. You are never going to become a legend simply by chasing brigands and doing small-time contracts. What do you proclaim to the men the company will set out to? Let's out the will, discover the unknown and plunder it. Be a wizard tomb, goblin camp, or what else? We need allies. Okay, also wir haben jetzt die Wahl zwischen dem Ziel, irgendwas Unbekanntes zu entdecken und zu plündern. Entdecken machen wir gerade. Oder dem Ziel, in irgendeiner Stadt eine Freund, dass sie uns freundlich gesonnen sind, also dass sie uns wirklich mögen. Glaube ich, würde eher das machen, was unser Ziel ist. Das andere ergibt sich vielleicht nebenbei. Aber das würde ich jetzt nicht extra machen wollen. Deswegen, also, weil zum Beispiel das, der eine Auftrag mit, hau die Plünderer im Dingens weg, das zählt da nicht. Von daher würde ich hier das machen. Und als Belohnung kriegen wir eine gute Relationship natürlich. Und wir kriegen mehr Bekanntheit, was bedeutet, wenn wir genug Bekanntheit irgendwann haben, können wir auch die Aufträge in den Städten und Burgen annehmen, die wir sonst nicht kennen. Genau. Deswegen würde ich erstmal We Need Allies machen. So, wir müssen irgendwie hier reinlaufen. Das Haus East. Around the region of Woodcutters hat. Da würde ich mal sagen, muss doch irgendwo in der Nähe vom Wald sein, oder? Also smart. Weil ich mir jetzt schon wieder zu nördlich. Geh mal hier runter, mal sehen, ob es hier ist. Das ist halt jetzt der Knackpunkt, ne? Wir müssen es halt finden. Und manchmal ist es ganz schön weit weg. Essens rum, am rumlaufen. Ah. Wir haben es gefunden. Best Illustrative Ability. Wir schreiben es uns auf die Karte. Volker asks if that's all there is to do. You're not. Stimmt, wir haben neue Leute, ne? Hier so, da haben wir sie gefunden. Können wir zurückgehen und das abgeben. Wir brauchen aber eigentlich noch Namen für. Emriki, Sono, Volker. Du bist jetzt Xan. So, wen haben wir denn noch bei uns? Den wir benennen können. Xeli haben wir noch. So. So, das waren unsere 300 Kronen, die wir gerade verdient haben. Achso, und wir haben natürlich auch noch einen Zahltag, ne? Also wir müssen pro Tag 61 Kronen gerade unsere Leute bezahlen. Je besser die werden, desto höher wird das. So, 300 Kronen, Dankeschön. Haben sie es halt immer noch. Können die Brigands machen? Das wäre ganz okayisch. Das wäre wahrscheinlich machbar. Ne, die Krypta will ich eigentlich nicht machen. Hier haben wir gar nicht geguckt gehabt, ne? Aber hier gibt es eh nur teure Dudes. Würde mich, glaube ich, mal den Brigands versuchen. Safe Campaign. Wir werden ein bisschen safe kommen. Diesen Ricky kenne ich nicht, kommt hier öfter. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Da wurde es ritschig. Upala. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. So, bevor das aber wieder vorbei ist, dass ich jetzt geändert habe, weil beim Laden würde ich es bestimmt vergessen. So, das war der Auftrag, ne? Ich bin nämlich fast 500. Würde ich das mal probieren? So. Da haben wir nämlich dann die Markierung, deswegen zählt das dann nicht, weil da ist es nicht im Unbekannten. So, jetzt müssen wir die hier angreifen. Das ist natürlich die Frage, ob wir rausfinden können, wer da drin ist. Also wir haben kurz vorm Kampf immer ein Autosave, was bei dem Kampf relativ nett ist. Jetzt die Frage, wollen wir das... Some Brigand Thugs, a few Brigand Raiders. Some sind, glaube ich, so 8 bis 10. Und a few sind 2 bis 4. Die Raiders sind die verbesserte Version. Probieren wir das mal. Oh ne, warte mal. Oh ne, wir sollten bis Tag warten, weil wir haben Fernkämpfer, die nicht.
Und in der Nacht können die Fernkämpfe fast nie treffen. Oh, oder wir nehmen erstmal euch. Kommt her, ihr fünf. Ihr fünf Thugs, ihr. Ihr solltet eigentlich hoffentlich ein ganz gutes Opfer sein. Und auf der Straße bist du schneller unterwegs, genau. Genau, genau. Auf der Straße bewegt man sich schneller. Ihr kommt eh nicht ran bis... Also ich warte nur, ich drück Space, damit die näher rankommen. Damit ich eventuell den ersten Step krieg, wenn ich zum Beispiel hier ransteppe. 52. Moment, was macht mein Skill? Lash, aim for opponent's head, somewhat unpredictable in damage, but able to strike over a round shield. Cover with a bit of luck. Lane at the opponent, somewhat unpredictable in damage, but able to strike over cover. Hm. Inflicts, ignores the bonus to melee defense grant by shields. Has 100% chance to hit head. Bam! Kopftreffer. Und jetzt hat er schon so viel HP verloren, dass er jetzt zum Beispiel schon eine Verletzung hat. Genau, und mit F kann ich jetzt die Runde beenden von ihm. Und damit war es schon für mich von Vorteil zu warten, weil ich habe den ersten Hit gekriegt. Und jetzt sieht man hier, dass er in seiner Moral schon Schwierigkeiten hat. Das ist halt das Problem. 43 kann aber eigentlich hier hin steppen. Den mit wegmachen. Oh, überlebt das mit einem HP oder was? Near Death. Shit. Komm schon. Oh, 81. Hier oben sehen wir's. Eine 96 gerollt bei einer 81. Ach, scheiße. So, dem haben wir sein Body getroffen. Das ist mit der Armor komplett weg. Weil da halt nicht viel war. So, wir machen hier einfach straight up Battle. Der ist übrigens ein bisschen fies, weil der hier hat eine saugute Damage-Verteilung. Also der, diese Waffe macht sehr viel Schaden gegen Rüstung. Wir nehmen erstmal den hier raus. Weil das macht die Moral von allen anderen runter. Damit haben wir bessere Chancen. Na, schade, Kopf. Einmal Kopf getroffen, einmal Body getroffen. Das ist genauso, was wir nicht wollen. Ach so. Und die Ausrüstung von Gegnern, gerade bei Rüstung, die kriegt man sehr viel wahrscheinlicher, wenn sie nicht kaputt geht. Also je höher die Instand, ja, weniger ich die treffe, wenn der Gegner tot ist, desto mehr kriege ich die Ausrüstung. Ich kann auch Glück haben und die so kriegen. Aber das ist selten. So, jetzt ist der hier nämlich auch schon auf dem zweitschlechtesten. Wenn er noch eins runtergeht, dann ist er Fleeing, dann greift er nicht mehr an, dann versucht er am Ende der Runde wegzulaufen. Was tatsächlich ganz spannend ist, weil wenn du in Nahkampfreichweite bist und versuchst wegzulaufen, kriegst du Free Hits. Genau, zwei gute Kopftreffer, bleibt die Rüstung ganz. Genau, 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 genau. So. Ja, ich kann mich nicht bewegen, deswegen... Hit ihn! Ach Mann. Pieks ihn ab. So. Hier kann ich nicht mehr bewegen. Du siehst hier links unten übrigens immer, wie viel Fatigue wir gerade haben. Deswegen habe ich gesagt, Fatigue ist bei einem Fernkämpfer meistens ein bisschen irrelevant. Der ist übrigens jetzt auf Fliegen. Also der haut nicht mehr zu. Deswegen hat er auch kein rotes Symbol mehr. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann haben wir eben nur noch von ihm die Angriffsradius. Nicht mehr von ihm, weil er halt nicht mehr angreift. Den geben wir ihm noch einen. Dass er ordentlich kaputt ist. Und dann stechen wir dich ab. So, bei dir würde ich ganz gerne den Kopf treffen. Das wäre super, wenn ich das darf. Achso, das macht aber natürlich mehr Fatigue. Das macht 25, das hier macht 13, ne? Also wir ballern unsere Fatigue hoch, wenn wir diese Special Skills machen, statt dem normalen Angriff. Der normale Angriff ist immer die 1. So, weggelaufen wird hier nicht. Ihr werdet abgestochen. Nein, 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 das ist XP. Ihr wird nicht weggelaufen. Easy. Wir haben nicht mal Damage gekriegt, großartig. Das ist schon ziemlich nice. Und wir haben ein paar Waffen und Schilde gekriegt. Ja. Haben wir jetzt ein Schwert zum Beispiel und eine Axt. Ist auch ganz nett. Ist auch ganz nett. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Er hat eine leichte Verletzung. Das ist halt wirklich nur HP. Das rote Ding ist halt wirklich nur HP-Verletzung.
Wir müssen unsere Rüstung natürlich reparieren. Könnten wir jetzt überlegen, ne, wenn wir hier sagen, okay, wir geben ihm das Schwert. Das Schwert nämlich immer noch 10% plus Hitchance. Macht aber gegen Rüstungen 75% Effective Against Armor. Und das Ding ist halt 90% Effective Against Armor. Macht aber, glaube ich, mehr Base Damage. 25 bis 30. 30 bis 40, genau, macht halt grundlegend mehr Schaden. Deswegen ist das Schwert eigentlich ein bisschen cooler, glaube ich. Gerade bei jemandem, der schon 58 hat. Ja. That's the thing to go. Und hier haben wir übrigens 150% Effective Against Armor. Das macht aber relativ wenig Schaden als Base-Schaden. Macht aber sehr, sehr schnell eine Rüstung kaputt. Genau. Geht halt als stumpfe Waffe. Hammer. So, jetzt will ich nochmal kurz campen, damit wir ein bisschen Sachen reparieren können in unserer Rüstung. Weil sonst gehen wir nämlich mit beschädigter Rüstung in den nächsten Kampf. Scheiße ist. So, haben wir jetzt unsere Rüstung repariert? Ja, fast. Er hat halt keine gute Rüstung. Das ist halt. Wir können noch ein bisschen warten. Ein paar Stündchen können wir noch warten. Hier ist stehen. Eine Stunde brauchen wir noch und ein Tool. Da kam wieder der Dick. So, jetzt sind wir repariert. Komplett, genau. Also wir brauchen noch für zwei Leute eigentlich Rüstung. Der hier hat nämlich keine. Und der hier hat keine. So, jetzt greifen wir an und hoffen, dass wir es überleben. Oh, das ist ja spannend. Guck mal, was muss ich drücken, damit mir das anzeigt? Bei Trees B, der Block. Es ist relativ gut, weil wenn wir hier blocken würden, dann müssten sie halt hier rumlaufen und würden uns irgendwann kriegen. Wir können aber versuchen, hier zu blocken. Die haben übrigens, die haben zwei Reichweiten hier. Der hier hat zwei Reichweite, der hier hat zwei Reichweite. Das ist gemein. Der hat auch zwei Reichweite. Oh Gott, die haben fast keine Frontline. Ja, ich würde sagen, wir versuchen langsam nach hinten zurückzufallen. Weil mit zwei Reichweite können die uns ein bisschen outrangen aktuell. Wir haben ja nur einen Rangy. Die warten übrigens auch darauf, was wir machen. Du bist jetzt. Aber da können nur einer ransteppen von uns. Ich warte noch, was alle anderen machen. Ob ich das noch mitkriege. Muss ein bisschen darauf achten, dass ich hier unten auch wirklich pausieren darf. Ich kann sagen, wo fehlt irgendwas? Hier darf ich nicht mehr pausieren. Wenn ich jetzt nochmal Space drücke, beende ich seinen Zug. Also muss ich diese Runde angreifen. Schade. Ich werde zurückfallen, denke ich. Spear Warn. Ich glaube, ich will dahin, damit ich zumindest nach oben geblockt habe. Damit da keiner rankommt an mich. Das verbraucht übrigens auch Ausdauer oder Müdung, beizulaufen. Also hier überhaupt zu laufen, meine ich. Problem ist halt, einmal im Nahkampf Sinn wird es schwierig. So, machen wir eine Spear War, weil ich vermute, dass sie rankommen wollen. Müssen erstmal nachladen. So, jetzt können wir hier für 58 den versuchen zu hitten. Oder für 53, weil er ein Schild hat. Und halten einen Abstand. Ach komm schon. Du hast jetzt zwei davon verschossen? Ben, was soll das? 91. Ach komm. Fuck you. Du kannst nochmal warten. Die machen. Du kannst nochmal warten, was die machen. So. Irgendwie zeigt es meine UI hier unten gerade nicht an. Was ich ein bisschen doof finde. Muss ich mal einmal reinklicken, damit ich die ans krieg. So, machen wir hier auch noch eine Spear Wall. Wir warten, glaube ich, nochmal. Und das ist ein Konter. Also wenn wir angeschlagen werden und nicht getroffen werden oder es blocken, dürfen wir zurückschießen. Jetzt triff! Ja, finally.
Field Wall. Das ist es. Hab geblockt. Bam. 63. Schlitz ihn auf. Das ist die Spear Wall. Also wenn sie ransteppen, werden sie gepiekst, dann müssen sie wieder zurück. Wenn sie nicht getroffen werden, dürfen sie stehen bleiben. Ist ganz nett. Warum zeigt die UI jetzt immer nicht an? Bin ich voll irritiert. Weil eigentlich... Always Focus, Always Show Hitpoints und Bars ist eigentlich auch an. Jetzt ist es wieder da. Okay, der Kopf ist... Ja, der Kopf ist noch... Ist, der Helm ist noch komplett da, deswegen brauchen wir da nicht auf den Kopf gehen. Brauchen wir einfach nur so. Er dürfte, wenn er zwei Felder läuft, nicht zuhauen dürfen. Wenn er eins läuft, schon. Au. Das ist echt ekelhaft. Au. Ja. Wir haben gerade Sono verloren. Da das einer unserer wichtigen Startcharaktere ist, würde ich das nochmal neu laden. Das ist halt... Das ist einer der wenigen Leute, die wichtig sind. Oder der, wir haben eigentlich aktuell nur wichtige Leute. Weil das ist der mit dem guten Melee-Skill, also den können wir nicht verlieren. Der wurde einfach geköpft. Er wurde zweimal auf den Kopf und war tot. Nee. Nee. Also sterben ist gerade am Anfang sehr, sehr häufig, wenn du keine gute Ausrüstung hast. Ich habe jetzt, sag mal, am Geld gespart mit der Ausrüstung. Und es ist halt gemein, dass sie so viele Ranged haben, also sie zweier Range haben. Das ist echt das Heftige an dem Ding. Deswegen war der Auftrag auch so teuer. Mit fast 500, weil die outrangen uns halt. Das ist so der Knackpunkt. Ich kann halt nicht einfach mich hinstellen und defenden. Ich muss eigentlich aggressiv spielen gegen sowas. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Ja, ich muss jetzt auf die gehen hier unten. Wieder eine 96, Alter. Sono. Sono hat sogar eine Kopfrüstung gehabt. Da ist wieder die 96 von Ben. Ich weiß nicht, wie zufällig das wirklich ist. So, piekst ihn tot. Jawohl, da ist schon mal der Kopf weg. Kopf ab! Ja, das ist richtig schlecht. No! Hier rein. Und Kopf. Jawohl, das ist schon mal ein Kopfhit. Ist die Frage, was die nächste Runde machen, wie schnell die dran sind. Ja, und wie sehr uns das Schild hilft oder nicht hilft. Mhm, aber die Flails sind halt auch gut gegen Schilde. Das ist das Nächste. Eigentlich musst du weg. Dann mit dem da. Weil ihr habt die fetten Waffen. Aber der hat den Flail. Nur einen getroffen, leider. Oh, er hat. Also, die können auch nur einmal schlagen, das ist das Schöne. Die können zum Glück nur einmal schlagen. Ach, komm schon. Scheiß. Puh. Brech mal dich nochmal ein bisschen mit ab. Ja, das ist nämlich wichtig, dass wir jetzt hier blocken. So, das kann man normalerweise ungefähr zweimal schlagen. So. 64, 59, 60. Komm schon. Oh! Scheiße. Gegen den Kopf. Triff! Jawohl. Aber nur der hier unten. Oh, nur der hier unten kriegt die böse. Ah. Oh. Ich hab so Angst. So. Stech ihn ab! Wer bist denn du eigentlich? Das ist Xan! No! Das war viel Damage. Das war viel Damage, aber Xan hat halt fast kein Leben mehr. So ungefähr, ja, würde ich gerne, aber... Ja... Mach ihn doch weg!
73, rollt 75 und 5. Ja, also RNG gehört zum Spiel dazu. Ja, das ist ein Problem. Moment. Xan ist tot. Xan war jetzt nicht so teuer. Von daher würde ich noch versuchen, es weiterzuspielen. Aber Xan ist tot. Wir pieksen dich tot! Ey, die 90er Rolls sind insane. Ey! Was soll denn Diddy jetzt? Bin ich dagegen? Oh, das war schlecht. Da stehe ich auf 2er Range von dem. Stört man dich halt hier, ist auch okay. So, der ist fleeing. Der macht also nichts mehr, der greift nicht mehr an. Der greift auch nicht mehr an, tatsächlich. Das sind noch die beiden hier, die noch angreifen. Wir können jetzt natürlich auch uns hier hinstellen, um ihn am Fliehen zu hindern, aber ich glaube, das ist uns gerade nicht so wichtig. Aber ich würde lieber dich hier am, dass der nicht an mein Range hier rangeht, hindern wollen. So. Peaks und Shield Wall. Kann die noch anschießen, ne? Schade. Oh oh, die Rüstung ist durch. Hörst du auf, meinen Kumpel zu treffen? Und die Ausdauer ist auch durch, dann kann ich nichts mehr tun. Das ist halt ein Problem. What? Es ist nicht mehr am Weglaufen. Oh Gott! Stop it! Please! Oh, er ist nochmal dran. No! Ich dachte, mein Dude ist vielleicht zuerst dran, aber er hat. Also die Ermüdung schlägt sich halt auf deine Initiative nieder. Und ich mache halt kaum Damage an der Rüstung. Komm schon, töt ihn! Nein! Oh, ja, ich sehe Probleme auf uns zukommen. Mach ihn doch jetzt weg. Sono hat diesmal ordentlich reingepiekst. Bisschen Shield worden, damit er uns nicht trifft oder weniger trifft. Und der hat keine Ausdauer mehr zum Schießen. Ach, scheiße. Können wir mal einen Schritt rausgehen? Da dürfen wir nicht hingehen? Der müsste jetzt hier außen rumlaufen, wenn er den haben will. Gehen vielleicht noch einen Schritt raus. Ja, renn weg. Das ist für mich okay. Hallo, Danjushka. Wunderschönen guten Tag. So, jetzt umstellen wir dich mal hier ein bisschen. Zap. Der hat nicht, der hat keine Ausdauer mehr zum Nachladen. Also, dass der eine hohe Ausdauer hat, merkt man jetzt schon, ne? Was der alles machen kann. Scheiße, das ist zwei weg. Das ist zwei weg, der kann den jetzt einfach killen. Oh! Hat er auch versucht. Schlitz, Schlitz. Ben, das ist doch scheiße von dir. Will behalten. Der hat halt nur einen Angriff. Was es ganz okay macht. Sono hat auf jeden Fall die Runde richtig reingeschlitzt. Der andere flieht, glaube ich. Ja. Sauber. Ja, wir haben Xan verloren. Schade. Aber Xan war, glaube ich, war ganz okay. War, glaube ich, nur eine Farmhand, wenn ich mich richtig erinnere. Die wichtigen sind Sono, Ben und Ricky. Die dürfen wir nicht verlieren. So, und die haben jetzt natürlich auch Verletzungen, wie man hier sieht. Der hat zum Beispiel die Achillessehne zerschnitten. Das heißt, er hat minus Initiative und braucht mehr Actionpunkte, um sich zu bewegen. Heilt aber in 3 bis 5 Tagen. Der hier hat einen Schnitt im Arm, hat also Minus-Skill, heilt auch in 2 bis 4 Tagen. So, und wir haben Loot. Eine 105. Oh, wow, wow. Das ist ein guter Helm. Und halt die guten Hellebarden tatsächlich. Oder Hookblade, die man halt verwenden könnte.
Das ist gar nicht so schlecht. Um 66 Gold, bisschen Essen. Alles so ein bisschen zusammen. Und haben einen ziemlich fetten Gewinn gemacht, was die Kronen angeht. Von daher war das gar. Also, war glaube ich okay. Das Problem ist halt, wir haben immer noch kein. Doch, wir haben Levels up. Level up. Zufällig gerollte Stat Boni. So, das ist unser Tank. Wir wollen von dir HP haben, wir wollen von dir Stat haben, wir wollen von dir Resolve haben, wenn du nicht wegläufst. Das ist schon ziemlich nice. Perks. Wir wollen von dir auf jeden Fall Kolossus haben, weil du kriegst mehr HP-Punkte. Und Verletzungen kriegst du, wenn du, glaube ich, 40% deiner HP verlierst oder so. Also du kriegst dann auch weniger Verletzungen, wenn du einfach mehr HP hast. So, der ist schon bei 100 HP. Während der hier bei 50 ist. Ja, der Ricky. Also Xeli ist richtig dicker Tank. Habe ich denn die Level-Ups nicht gesehen? So. Bei dir, du bist auch eher für Tank angelegt, so wie das aussieht, von den HP her und allem. Hast halt nur nie mit niedriger HP angefangen. Dann hast plus 1 Defense. Also die Defense wäre noch ganz gut. Wir die hinkriegen. Ich würde es eigentlich mal genauso leveln. So, und du kriegst dann entsprechend auch den HP-Buff. Und Recover brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwann unsere Resolve. So, du bist eher ein Damage-Dealer irgendwann. Deswegen plus Skill auf jeden Fall. Plus 2 ist ganz schön spät. Plus HP, plus Fatigue. Könnte schon sein. So, jetzt die Frage, will ich hier direkt Recover gehen? Oder mache ich dich auch auf Kolossus? Ich glaube, ich würde direkt auf Recover gehen, damit du, wenn du mal wirklich erschöpft bist, 50% deiner aktuellen Erschöpfung los wirst. So, und du hast auch ein Level Up, Ranged auf jeden Fall. Range Defense auch ganz gut, weil die gerne mal angeworfen oder angeschossen werden. Und wir hatten gerade das Fatigue-Problem. Ich deswegen auch mit Leveln. So ist die Frage, was ich bei dem haben will. Nine Lives. Nine Lives ist nicht so geil. Weil jedes Mal, wenn du niedergeschlagen wirst, kriegst du eine permanente Verletzung. Ah ne, du überlebst mit ein paar Hitpoints. Dann habe ich gar nichts gesagt. Dann ist es sogar geil, weil du kriegst die permanente Verletzung dann nicht. Oh. Pfadfinder. Aber ich will auch für Recover gehen. Oder für Pfadfinder kostet es dann weniger zu laufen auf schwerem Gelände. Ich glaube, ich würde auch für Recover brauchen. Eigentlich braucht man selten, weil meistens schießt du nur und lädst nach und dann brauchst du eigentlich die Fatigue nicht. Crippling Strikes halte ich für schwierig, weil dazu müssten wir halt HP-Damage machen. Bags and Pouches könnte man hier noch 2 Slots freischalten. Vielleicht lieber Adrenalin, dass wir uns nächste Runde an die erste Position packen. Dann könnten wir nämlich schießen mal, wenn wir auf jemanden schießen wollten, und die nächste Runde wieder schießen. Was, glaube ich, ganz gut ist. Bevor der dran ist. Ich bringe nämlich Adrenalin mit. So, das war auch das erste Level-Up dann für alle, die wir hatten. So, jetzt hat er keine Ambush Trade Routes mehr. Und jetzt ist es Nacht. Ja, jetzt haben wir hier einen neuen Vertrag, den kennen wir noch nicht, von der Stadt. Das ist das Symbol dahinter, ist übrigens von der Stadt. Und ich würde meinen Leuten einfach mal... Hey! Einfach mal ein Bier ausgeben. So, was wäre hier für ein Vertrag? Das ist ein Karawanenvertrag. 680 Kronen. To Dammwald nach Nordwesten. Das ist da oben. Das heißt, wir würden wahrscheinlich hier rumfahren. Also, es ist ein langer Vertrag. Ich glaube, daher kommt vor allen Dingen das Geld. Ich glaube, daher kommt vor allen Dingen das Geld. Das war der andere. Ja, nee, Krypta. Krypta am Arsch. Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Stadt, würde ich sagen. Wir brauchen mal neue Tools. Das ist ganz wichtig. Aber die sind, glaube ich, alle, die sind überall noch arschteuer. Ich will eigentlich keine 400 Kronen für Tools ausgeben. Also bei den Städten immer. Die haben übrigens, denen sind auch Dinge passiert, das sieht man sogar hier direkt. Die sind irgendwie überfallen worden oder sowas.
weil hier Ruinen sind. 293 geht sogar noch. Die haben halt nur Ambush Trade Routes. So, wir müssen uns auch mal irgendwie angucken, wie wir hier handeln, ne? Also, wie wird man mir Sachen verkaufen? Gibt uns einen Autosort-Button. Achso, und wir müssen unsere Rüstung, stimmt, wir müssen die Ausrüstung verteilen. Sono hat sich auf jeden Fall den guten Helm verdient, würde ich sagen. Ja, er hat eh schon die Minus-Fatigue, der kriegt den guten Helm. Du kriegst auch einen besseren. Oh, bei Xeli, hast du irgendjemand gekillt? Hat Achilles-Dendon. Eigentlich will ich dich behalten, und bei ne, will ich nicht. Es sind beide schon ganz okay. Du kriegst den Helm, der macht ein bisschen mehr als deine 30, und du kriegst den Helm. Hat auch dann, wenn es repariert ist, ein bisschen mehr als dein 40 vorher. So. Ist die also dann gibt es irgendwie die Frage, wenn wir nochmal jemanden haben mit ein bisschen Melee-Skill, könnte man ihm so einen Hookblade geben, um ihn noch in die zweite Reihe zu platzieren, damit er einfach mit drüber schlägt. Die wären relativ stark später, wenn man die gut skillt, aber die brauchen halt einiges an Skill, damit sie wirklich gut sind. Und du hast dann die Möglichkeit, wenn du schon komplett drumrum stehst, dass halt noch einer zusätzlich reinschlägt in den Gegner. Und wir brauchen eigentlich eine Rüstung. Wir brauchen Rüstungen 55 oder höher. Du hast sogar eine 55er Rüstung getauscht, das mal kurz. Weil du bist ja weniger im Fokus. Ja, smart, wa? Und ja. Has enjoyed visiting Gelbstadt, won a battle, suffered an injury, Xander during battle, won a battle. Also hier, die können dann entsprechend auch gute, die haben sogar gute Laune. Das ist dann, wirkt sich auch aus, in welcher Moral sie in den Kampf starten. Nee, gibt keinen Boost für Einheitlichkeit. Könnte man aber machen, tatsächlich, stimmt. Sie könnten das so machen, dass die alle das gleiche Schild haben. Aber gibt's nicht. Ist einfach nur Optik. Kannst es auch, hier gibt's auch so Farbe, dann kannst du die einfach verändern. Oh, für Helme. Kannst du hier rote Helme machen. Genau. Also wir brauchen auf jeden Fall noch 4, dann sind wir auf unter 10 Tools. Das ist echt wenig. So, wir haben hier was. Das ist 100 wert und die kaufen für 20% des Preises. Das ist eigentlich ein ganz gutes Teil, deswegen würde ich hier mal ein paar Sachen verkaufen, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Ich glaube nicht, dass ich die Woodcutter Axe demnächst benutze. Davon brauche ich, glaube ich, auch nur eine Variante. Die will ich auch nicht haben. So. Haben wir noch ein paar Waffen, noch ein paar Schilde, noch ein paar Helme. Hier ist keine gute Rüstung dabei. Diese Dinger sind übrigens auch sehr nützlich, weil die können Gegner stunnen. Du kannst die damit sozusagen K.O. schlagen. Lumi, doch, du musst aber nochmal reloaden und nochmal teilen. Wenn du es nicht teilst, gibt's keinen Alert. Ist bei dir genauso. Wenn der Sub nicht geteilt wird, gibt's keinen Alert. Aber danke, Lumi. Und wunderschönen guten Morgen. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit dem Twitch Prime oder so zu tun. Das hat tatsächlich was damit zu tun, dass es nicht geteilt wurde. Und das, ich sehe es noch nicht mal in meinen Anmerkungen. Also in meinem Aktivitätsfeed auf Twitch, gesubbt hast. Deswegen kann das kein Alert wissen, wenn du nicht gesubbt, also wenn Twitch nicht mehr weiß, dass du gesubbt hast. Das ist bei Twitch halt so dumm. Ja, und das ist übrigens Handelswaren, ne? Das hat ihm vorhin schon mal. Sowas könnte ich halt gamblen, dass ich das woanders gut verkaufen kann. Meistens in Burgen oder sowas oder Städten, wo die Adligen sind. So. Wir brauchen einen zweiten Xan. Ja. Jetzt sehe ich's. Our illustrious champion returns. Welcome home. Welcome home, illustrious champion. Danke, Lumi. Danke für das Happy Birthday. Wieso nachträglich? Du hast mir doch schon Happy Birthday gesagt. So, wir brauchen einen Xan 2. Ja, Cripple ist, glaube ich, eine dumme Idee. Also ein Cripple ist tatsächlich jemand, der ja, der einfach nur angeheuert wird als Fleisch. Als jemand, der im Weg steht. Was anderes kann der eigentlich nicht. Also der hat super wenig HP, der hat super wenig Melee-Skill, der hat keine Defense, der hat kaum Resolve, also kostet aber dafür auch so wenig. Noch nicht mit meiner Twitch-Identität. Das stimmt natürlich.
Den weiß ich gar nicht. Kann der irgendwas? Sieht jetzt nicht so herausragend aus. Sieht okay aus. Er könnte theoretisch auch, wenn er als High Road, könnte auch ein ganz guter Range Dude sein. Was haben wir hier? Achso, der Buster, der ist zu teuer. Bist du? Du bist ein Vagabund. Also sehr, sehr herzlichen Dank natürlich, Lumi, trotzdem für den Sub. Der ist an lange Reisen gewöhnt, aber ist sonst nicht besonders gut in irgendwas. Der hat also ganz gut Ausdauer. Das ist das, was das aussagt. Kann aber sehr wenig HP haben. Wodurch er halt dann relativ schnell stirbt. Hier gibt es auch jemand, der schon so ein bisschen Karawanenbeschutz gemacht hat. Der hat dann schon eine Rüstung und eine Waffe. Also wir kriegen das Equipment, das man hier sieht, kriegt man dazu. Deswegen ist er auch relativ teuer. Der kann dadurch auch ein bisschen mehr Melee-Skill haben. Was bist du denn? Den Servierer können wir anheuern. Ja, what the hell? Are often not used to hard physical labor. Wozu dann? Also, es gibt Events, die triggern, so während man unterwegs ist, je nachdem, was für Hintergrund du dabei hast. Aber what the hell? Dass du nun laut sein darfst. Ja, ich glaube nicht, dass ich heute allzu laut bin. Hoffe ich zumindest. Ja. Also, so wie ich das sehe, wird es eher der hier werden. Die Karawanenhand. Könnte halt besser sein, so als Xan 2, bei allem mit einer guten Rüstung schon. Und einer Waffe. Ach komm, wir nehmen die Karawanenhand. Sacred Otto, sagst du, sollen wir nehmen? Den Vagabunden. Der hat, glaube ich, nicht so eine gute Stat-Range. Wobei bis 57, ne? Der genau die gleiche, die maximale Stat-Range vom Skill her hat er die gleiche. Und der hier kann mehr HP haben, tatsächlich. Ne, der hier kann mehr HP haben, Entschuldigung. Ich kann nicht lesen. I wish I could read. 40, 25 bis 33. Der hier hat auch mehr Resolve. Die Initiative ist die gleiche. Wäre halt billiger. Guten Appetit, Lumi. Der wäre halt billiger, der Otto. Aber Markov? Ich probiere mal mit dem zu gehen. Ich würde schon noch gern Leute haben, die hitten. Wir können jetzt sogar, ich habe eine Mod gemacht, wenn ich Tryout mache, da muss man bei 105 ausgehen, dann müssen wir ihn immer noch für das bezahlen, um ihn zu hiren. Dann sehe ich sogar seine Stats schon, wenn ich Tryout mache, weil später gibt es halt, wie wir vorhin gesehen haben, sauteure und das finde ich einfach Quatsch. Es gibt die Tryout-Option, gibt es von Anfang an drin. Da siehst du normalerweise aber nur die Traits, die wir hatten, die jetzt hier noch mit dem Fragezeichen markiert sind. Anderen Character-Traits. Aber ich finde es unsinnig und auch unrealistisch, wenn ich als Söldnertruppe jemanden ausprobiere, irgendwie mit dem Übungskampf mache, dass ich nicht mitkriege, was er kann. Deswegen, wenn ich jetzt hier auf Tryout klicken würde, wüsste ich auch die Stats direkt genau und worin er begabt ist. Ich würde ihn einfach direkt heiren. So, mal gucken. Kann er was? Kann er was? So. Low Roll of HP. Ja, fängt ja schon mal gut an. High Roll of Fatigue und er hat 3 Sterne in Fatigue. Holy shit. Weiß nicht, ob man die Fatigue so braucht für den Tank. Er hat auf jeden Fall auch den Max Roll of Melee Skill. Das ist sehr, sehr gut. Also mit dem kann man schon was anfangen, würde ich sagen. Ist ein guter Anfänger. Du hast hier nur einen 20er, du kriegst hier einen 40er und dann bist du Xan der Zweite. To the Hamlet. Sacred, dankeschön für den Follow. So, du bist Xan der Zweite, du kriegst noch ein Schild. Und du hast ein Schwert. Die Schwerter sind schon insgesamt besser. Funktionieren besser. So. Dann wieder im ursprünglichen Setup. Brauche aber immer noch Heilung. Gibt es hier einen Tempel? Hier gibt es einen Tempel. So, da könnten wir jetzt für 180 das, was in 2 bis 5 Tagen heilt. Und für 140, was in 1 bis 4 Tagen heilt. So ist das nämlich direkt geheilt. Müssen sie halt nur noch ihre HP kriegen, ne? Ach hier, ne, treated in 1 bis 2 Tagen. 1 bis 2 Tagen, also wird dann deutlich. Können sie anmelden für den Char? Du kannst gerne, wenn du möchtest,
Wenn du möchtest, kannst du sagen, dass du auch ein Char sein willst, dann kann ich dich gerne mit reinnehmen, wenn ich einen nächsten rekrutiere. Also ich mache das einfach bei solchen Sachen on the fly, also ich mache irgendwie nicht eine Queue. Ist dir vielleicht aufgefallen, ich bin nicht so ein großer Streamer, deswegen ist es einfach mit Chat-Interaktion zu regeln. Als ich gerade rekrutiert habe, wir hatten schon einen Xan, kannst auch sagen, gut, nur dich, dann ist eh nicht da. Wer da ist, hat Vorrang. Mach ich aber nur Sacred. Oder möchtest du einen anderen Namen für ihn haben? Weil der sieht tatsächlich relativ nützlich aus. Kann ich verstehen, dass man sich bei dem anmelden will. So, hier haben wir einen Barber. Hier könnte man, ich weiß gar nicht, kostet das was? Hier könnte man jedenfalls den Leuten... Da kann ich mich mal ändern. Hair Color. Ja, dunkelbraun. Welche Haare habe ich denn? Die sehen doch ganz gut aus. Kopf. Ja, da sehe ich mich. Ich glaub, der kostet aber nichts. Ich glaube, du musst nur in der Stadt sein. So, Body. Tattoo. Aha. Aha, aha, aha. Was ist so spannendes gibt? Nee. Kostet nichts, oder? 1180? Nö, es ändert es einfach nur. Ricky, willst du auch eine Änderung haben? So siehst du normalerweise aus. Sacred, genauso für dich, wenn wir schon hier sind. Du siehst ein bisschen gezottelt aus aktuell. Müsstest du mir aber sagen, was? Ricky kann einen Vollbart haben, klar. Muss man nur sagen, was für ein Vollbart? Hier gibt es ein paar Vollbärte. So einen? So einen? Der sieht halbwegs gepflegt aus. Der sieht wellig aus. Da ist der Basic-Vollbart, glaube ich. So ist gut. Ricky, das Problem ist, ich habe halt ungefähr 5 bis 10 Sekunden Versatz. Ich bin vor dir. Ist das so gut? Oder war das von was anderes bezogen? Etwas länger. Der da? Okay. Andere Farbe oder so? Noch, wenn wir schon dabei sind. Dunkelbraun oder schwarz? Ups. Wir waren da. Dunkelbraun, schwarz. So. Die anderen bleiben halt so. So, wir haben immer noch das Problem, wir brauchen theoretisch ein bisschen Rüstung, die es hier wieder nicht so richtig gut gibt. Shit. Taverne, Barber, Tempel, doch Armorer, der müsste Rüstung haben, aber die ist halt arschteuer. Das, was wir gerade haben, ne? Wir haben ja den einen Dude gerade gekauft mit dieser Rüstung, die kostet einfach schon fast 400 allein diese Rüstung. Und dafür war er echt gut. Weil die halt 200 wert ist. Ja... Wir gucken jetzt mal die Aufträge an. So, hier ist wieder das geklaut worden. 360 Kronen ist normaler Durchschnitt. Follow the tracks. Return demonic statue to Suns. Meine Frage, wenn du so einen Kopfhitter hast, braucht er dann eine andere Waffe? Hat er doch. Das hier ist doch der Kopfhitter und der hat einen Flegel bekommen. Und der Flegel hat einen Skill, wo ich 100% Chance to hit head habe. Also, das habe ich schon gemacht. Habe ich mit Absicht gemacht. Außerdem hatte die Waffe, das ist hier unten generell schon ein Basiswert, plus 10% in den Kopf zu treffen. Also, das war das Erste, was ich dann gemacht hatte, wo ich den Pflege bekommen habe. Was aber, der Pflege, wie du gerade siehst, macht generell super wenig Schaden, was nicht ganz so geil ist und hat keine Effektivität gegen Rüstung. Literally keine. Also, den müssten wir auch mal irgendwie verbessern. Sonst macht er halt kaum Damage. Genau. Also zumindest so, bis die Kopfrüstung durch ist. So, hier gibt's Bögen, gibt's die Sachen, die wir ihm verkauft haben gerade. So, wir waren eigentlich gerade beim Armorer. Der ist hier.
Ah, der hat halt schon fette Rüstung, aber... Das ist ja so das, was das nächste Ziel, dass alle so eine verstärkte Lederrüstung haben. Das wäre schon ganz geil. Aber ich weiß nicht, ob ich das Geld ausgeben will jetzt gerade, weil wir haben noch 17 Tage. Brauchen aber auch noch Essen und... Brauchen wir das hier auf jeden Fall wieder, weil davon haben wir langsam nicht mehr genug. So, das war Follow the Tracks. Das ist auch geklaut, glaube ich. Brigands at Jack Blades Garrison Northeast. 490. Das ist wieder auf dem Level wie letztes Mal. Und das ist wieder was entdecken. Find Toppled Watchtower not far northeast and somewhere around the region of Parchheim. Wo ist denn Parchheim? Parchheim ist hier unten. Die sagen mir aber nordöstlich, in Nähe von Parchheim. Ich glaube, die Wegbeschreibung passt nicht ganz beim letzten. To the northeast and somewhere around the region of Parchheim. Das würde ich jetzt mal nicht annehmen, weil das ist 490, das ist relativ heftig. Ich würde mal die Tracks nehmen, glaube ich. Das Problem ist ein bisschen, dass wir eigentlich warten müssen, bis unsere Dudes sich erholt haben.